Heute wird vielleicht unbescheiden auf dem E-Fahrerhof. Wir haben den neuen BMW i7 da. Normalerweise sage ich den Preis zum Schluss, hier sage ich ihn am Anfang. Das Testauto kostet 171.000 Euro, der Basispreis ist 135.900 Euro. Das Auto ist 5,39 Meter lang, das zulässige Gesamtgewicht liegt bei 3,2 Tonnen. Für bescheidene Menschen ist der neue i7 also nix. Interessant ist er trotzdem. BMW hat nämlich alles an Technik reingepackt, was möglich ist. Und das schauen wir uns heute im Video genau an. Kommen wir zunächst zur Antriebstechnik. Die ist beim i7 ganz ähnlich wie beim BMW iX, den wir schon getestet haben. Hier in der Variante i760, die für den Start als einzige Elektromotorisierung verfügbar ist, ist es ein Akku mit 114 Kilowattstunden Bruttokapazität. Es sind zwei Elektromotoren, einer an der Vorder-, einer an der Hinterachse, mit zusammen 400 Kilowatt Leistung, also 544 PS. Man braucht also bei dem Auto keine Angst zu haben, dass wegen des hohen Gewichts das so ein bisschen träger wird. Das hohe Gewicht lässt einen befürchten, dass der Verbrauch bei dem Auto besonders hoch ist und auch die großen Abmessungen. Das bedeutet große Stirnfläche und die Aerodynamik ist jetzt nicht so besonders gut. Praktisch sind die Motoren bei BMW besonders effizient und in Summe bedeutet das, wir haben einen Autobahnverbrauch bei Tempo 130 von ziemlich genau 30 Kilowattstunden pro 100 Kilometer gemessen. Das ist eine Reichweite von 370 Kilometern. Im Vergleich zu kleineren Elektroautos wird beim Stadtverkehr der Verbrauch bei diesem Auto allerdings nicht wirklich niedriger. Wir haben einen Durchschnitt von rund 27 Kilowattstunden pro 100 Kilometer gemessen. Das bedeutet eine Reichweite von glatten 400 Kilometern. Damit man in engen Gassen und zum Beispiel in Tiefgaragen nicht an der Größe von dem i7 verzweifelt, hat BMW unterstützende Technik eingebaut. Die 360-Grad-Kamera hat zum Beispiel eine hervorragende Qualität und hilft dabei, wenn man in eine Waschstraße reinfährt. Da bleibt so viel Platz neben dem Auto. Das zweite Ding ist die Allradlenkung. Es ist in der Klasse mittlerweile zum Standard geworden. Der BMW kann an der Hinterachse mit bis zu 3,5 Grad Einschlag bei engen Kurven unterstützen. Und das ist ein sehr deutlich spürbarer Effekt, den man damit hat. Das macht einen riesengroßen Unterschied, zum Beispiel in Parkplätzen. Wie groß der i7 ist, den es übrigens ausschließlich in dieser langen Version gibt, das zeigt der Vergleich mit dem neuen 7er aus China. Der NIO ET7 ist eine Luxuslimousine mit Gardemaß 5,10 Meter und den überragt der i7 um satte 29 cm. Das Cockpit im i7 kommt jedem bekannt vor, der schon mal in einem iX gesessen hat oder in einem i4 oder sogar im kleinen Zweier Active Tourer. Alle gemeinsam haben diesen gebogenen, sehr breitformatigen Screen, der für Armaturenbrett und Infotainment-Display gut ist. Dahinter steckt OS 8.1, die aktuelle Software, die bei BMW in der Breite eingesetzt wird. Dazu gehört auch eine sehr starke Spracherkennung, die auch sehr viele natursprachliche Befehle korrekt interpretieren und ausführen kann. Das Design in dem Auto ist ganz ähnlich wie im iX und wir haben hier auch geschliffene Glaselemente, die so ein bisschen mit dem Modernismus von Aluminium und Lederoberflächen kontrastiert. Aber das ist das neue Stilmittel vom BMW im Oberklasse-Design. Der interessante Platz im i7 ist allerdings nicht der hier. Der Käufer des i7 soll einen Chauffeur haben und eigentlich rechts hinten sitzen. Und den Platz, den schauen wir uns jetzt an. Das Platzangebot hier hinten ist verschwenderisch. Wenn man den Beifahrersitz ein bisschen nach vorne fährt, dann kann man hier hinten die Beine ausstrecken. Die Kopffreiheit ist selbst für mich verschwenderisch groß. Das Ambiente ist luftig, die Materialien sind sehr hochwertig. Das ist wirklich wie in einem Design-Wohnzimmer hier hinten. Dazu kommen eine Menge Komfortfunktionen. Die Türen zum Beispiel gehen elektrisch auf und zu, wenn man das will. Ich finde, das ist eine Spielerei, die nicht unbedingt notwendig ist. Den Vogel schießt BMW allerdings mit dem Rücksitz-Entertainment-System ab und dafür gibt es einen Screen, ein Display, das hat man so in der Autowelt noch nicht gesehen. Das ist ein 32:9 super Querformat Bildschirm, der über die ganze Breite des Daches geht und auf dem man zum Beispiel Netflix oder Amazon Prime schauen kann. Das ist sehr beeindruckend. Für mich persönlich ist es allerdings zu immersiv, wenn ich in Fahrt
einen Film anschaue auf diesem Screen, dann wird es mir leicht schlecht. Das sollte man vielleicht vorher ausprobieren, bevor man das Auto kauft. Ganz hinten ist es mit dem Platz übrigens nicht mehr so luxuriös. Der Kofferraum fasst zwar 500 Liter, er ist aber relativ flach, weil unter dem Kofferraumboden sehr viel Technik verbaut ist. Das heißt, mit dem ganz großen Reisegepäck wird man ein bisschen Mühe haben. Für den Stadtverkehr ist der i7 mit seiner Größe natürlich nicht gebaut, aber zum Beispiel mit Hilfe von der Allradlenkung funktioniert das dann doch so einigermaßen. Man fühlt sich nicht dauernd wie ein Panzer in der Stadt. Ein paar Worte möchte ich noch zum Komfort verlieren. Hier in diesem Testauto ist das M-Sportpaket verbaut. Das heißt, da sind größere Räder dran als in der Serienausstattung und ein straffer abgestimmtes Fahrwerk. Meiner Meinung nach keine gute Wahl, weil das Auto nicht geschmeidiger abrollt, als man es jetzt zum Beispiel von der Premium-Oberklasse gewöhnt ist. Ich sehe da nicht den ganz großen Unterschied zum Beispiel zu einem 5er BMW. Also wer wirklich den Komfort haben will, der tut gut daran, dieses M-Sport-Paket wegzulassen. Auf der Autobahn ist die Abstimmung von dem M-Sport-Fahrwerk kein Problem. Das Auto ist insgesamt sehr leise, wir haben eine doppelte Verglasung an den Seiten und ein Akustikpaket, das hier zusätzlich noch verbaut ist. Also es ist wirklich, wirklich leise hier drin. Dazu passen die Assistenzsysteme, die BMW zu einem unglaublichen Reifegrad getrieben hat. Da ist zum Beispiel die prädiktive Geschwindigkeitsanpassung, die bekannte Geschwindigkeitsbeschränkungen, aber auch neue und dynamische Geschwindigkeitsbeschränkungen perfekt mit einbezieht. Frühzeitig lässt das Auto ausrollen, spart dabei Energie und ist dabei wie ein sehr guter Chauffeur, der das Auto einfach gut im Griff hat und sehr vorausschauend fährt. Hervorragend gefällt mir auch der Spurassistent, der zum Beispiel mit Baustellenmarkierungen sehr gut zurechtkommt und der immer mit einem weichen Eingriff dafür sorgt, dass man die Spur hält. Die Kraft des Eingriffs wächst langsam an, wenn man Richtung Rand der Spur kommt. Das ist ein starker Kontrast zu dem, wie Tesla das Ganze macht. Tesla macht sehr starke, sehr hohe Lenkkräfte bei der Spurhaltung und wenn das System einen kleinen Fehler macht, dann erschrickt es den Fahrer auch leicht. Das passiert in dem BMW praktisch überhaupt nicht. Und so kann man sagen, das ist das Nonplusultra an den Assistenzsystemen, was man heute in der Luxusklasse kaufen kann. Man weiß nicht so genau, was das bedeutet an Fahrleistungen. Deswegen probieren wir es jetzt einfach mal aus. Wir schauen, wie schnell wir auf 100 beschleunigen können. Und auf 200 womöglich. Also wie man sehen kann, an Leistung mangelt es diesem Auto nicht. Das Gewicht von bis zu 3 Tonnen kompensiert es einfach mit den 544 PS und reißt das ganze Gewicht nach vorne. Bei der Akkutechnik und der Elektrik gibt sich BMW eine Blöße, weil im i7 keine 800 Volt Ladetechnik drinsteckt. Die hat zum Beispiel der Porsche Taycan, aber auch Hyundai Ioniq 5 und Kia EV6, die jeweils mit 800 Volt Technik laden können, was hier auch diese Ionity Ladesäulen unterstützen. Damit sind beim Taycan bis zu 270 Kilowatt Ladeleistung drin. Der i7 kann nur 200 Kilowatt, weil er nur mit 400 Volt lädt. Ob das ein praktischer Nachteil ist, das kann man hier an der Ladesäule schön sehen. Der Ladevorgang beginnt und jetzt ist der Akku ein bisschen voll. Es sind nämlich über 70% in dem Akku drin, aber wir haben das auch getestet bei Autobahnfahrt ohne Vorkonditionierung, ohne spezielle Knöpfe zu drücken, ohne dass das Auto überhaupt wusste, dass es zur Ladestation geht, sind wir an einen Schnelllader gefahren und bei 40% lädt das Auto sofort mit 200 Kilowatt Ladeleistung los. Die Ladedauer von 10-80% liegt unter 30 Minuten und ich glaube, viel mehr wünscht man sich eigentlich gar nicht. Kommen wir zum Fazit. Ich gebe es unumwunden zu, 3-Tonnen-Autos sind überhaupt nicht mein Ding und ich habe da meine größten Vorbehalte, wenn man damit dann trotzdem nur 5 Personen transportieren kann. In der Klasse der Luxusautos ist der i7 aber eine sehr beeindruckende Demonstration von dem, was die Technik
heute alles kann und am Ende auch, wie effizient man sowas dann bewegen kann. Es gibt viel kleinere Elektroautos, die auf der Autobahn mehr Strom verbrauchen als der i7. Im Vergleich mit dem Mercedes EQS ist die Differenzierung sehr einfach. Der EQS ist das maximal effiziente Langstreckenauto für den Selbstfahrer, der bis zu 500 Kilometer auf der Autobahn ohne Nachladen bewältigen kann. Der i7 ist das Chauffeursauto für denjenigen, der längere Strecken sowieso mit der Eisenbahn oder mit dem Flugzeug bewältigt.